100.000 zusätzliche Pflegekräfte sollen eingestellt werden. Das kostet viel Geld. Weil die Erstattungen der Pflegeversicherung gedeckelt sind, müssen hier die Pflegebedürftigen zuschießen. Ihre Eigenanteile an den pflegebedingten Kosten sind aber heute schon so hoch, dass sich viele die Pflege nicht mehr leisten können und der Sozialhilfeträger einspringen muss. Der ehemalige Gesundheitsminister hat deshalb zwar nicht die Eigenanteile begrenzt, aber einen gestaffelten Leistungszuschlag in Abhängigkeit von der Verweildauer eingeführt. Nach § 43c des Sozialgesetzbuches 11 erhalten Pflegebedürftige im ersten Jahr einen Zuschlag von kaum spürbaren 5%. Erst bei einer Aufenthaltsdauer von über 3 Jahren übernimmt die Pflegeversicherung spürbare 70% des Eigenanteils. Nur erreicht das bei weitem nicht alle Pflegebedürftigen, sagt die Diakonie. Die meisten Menschen in den Einrichtungen leben nicht so lange dort, dass sie davon profitieren könnten. Viele ältere Menschen befürchten, dass ihre Rente nicht ausreicht, sollten sie pflegebedürftig werden. Die hohen Kosten für einen Heimaufenthalt machen ihnen Angst. Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege hat einen Vorschlag für eine umfassende Reform der Pflege vorgelegt, in dem ein sogenannter Sockel-Spitze-Tausch gefordert wird. Dieser dreht das aktuelle System um. Die Pflegekassen tragen dann die Pflegekosten vollständig, auch wenn diese steigen. Der Versicherte zahlt einen begrenzten Eigenanteil. Der Sockel-Spitze-Tausch ist nicht nur für die Pflegebedürftigen wichtig. Ohne ihn birgt die Umsetzung des § 113c auch für die Einrichtungen Risiken, weil sie als Kann-Bestimmung konzipiert ist und damit Marktmechanismen unterliegt. Einrichtungen, die zusätzliches Personal nach § 113c einstellen, schaffen damit gute Arbeitsbedingungen und sind attraktive Arbeitgeber. Weil die damit verbundenen Kostensteigerungen aber heute ja größtenteils von den Pflegebedürftigen bezahlt werden müssen, kann es sein, dass die sich eine kostengünstigere Einrichtung suchen oder suchen müssen und es infolgedessen zu Belegungsproblemen kommen kann. Andererseits laufen Einrichtungen, die nicht einstellen, Gefahr, dass sich die Pflegekräfte überlegen, zu einer Einrichtung zu wechseln, die durch mehr Personal bessere Arbeitsbedingungen verspricht. Ein Dilemma, welches nur der Sockel-Spitze-Tausch lösen kann.